Ja, ich freue mich sehr. Die zweite Session, die ich heute auch mitgestalten darf bei der schönen deutschsprachigen Sofa-Konferenz. Ich hab mir was echt ein Anliegen, dass Organisationen, die ein bisschen größer sind und vielleicht noch nicht so häufig vorkommen und soziokratisch arbeiten, dass die hier auch gezeigt werden und wir hier sehen können, wie es euch damit geht. Und jetzt sind wir bei Bioland und ich habe den Martin Hermle gewinnen können, dass er uns berichtet, was sich dort so tut. Die Aufgabe, die ich hatte, war zu helfen, dass es nicht zu viel Arbeit macht. Das ist schon auch immer mit viel Aufwand verbunden, wenn man sich auf etwas vorbereitet. Wir konnten aber auch schon auf Material von der Christine Brandmeier zurückgreifen, die ja auch hier gerade wieder einen Workshop macht. Die hatte das schon mal auf Englisch ein bisschen hergezeigt, was bei Bioland so mit der Soziokratie läuft. Mich brauche ich, glaube ich, nicht mehr vorstellen. Weil ich mich eh letztes Mal schon vorgestellt habe. Ich bin jetzt seit über 10 Jahren mit der Soziokratie im deutschsprachigen Raum unterwegs und begleite immer wieder mal auch Prozesse bei der Implementierung. Bitte, Martin, magst du dich auch vorstellen? Ja, sehr gerne. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin der Martin Hermle. Ich bin seit 25 Jahren Berater bei Bioland. Meine Herzensangelegenheit ist das Thema Menschen und Betriebe zu entwickeln. Also betriebswirtschaftliche und Betriebsentwicklungsthemen ist so mein Hauptarbeitsgebiet bei Bioland. Ich war von 2012 bis 2016 auch Teamleiter für ein Team von Beraterinnen und Beratern. Bin nebenher noch Bauer, also auch Bioland-Bauer, habe einen kleinen Betrieb zu Hause und bin Betriebsrat seit 2018 bei Bioland und seit 2021 oder 2021 habe ich eine Weiterbildung gemacht zum internen Soziokratietrainer bei Bioland. Auf das Thema, weil ich das jetzt gerade gesagt habe, dass ich auch mal Teamleiter war, da komme ich nachher nochmal drauf, welche Erfahrungen ich da gemacht habe. Genau. So viel zu meiner Person. Wichtiger ist, noch etwas zu Bioland zu erfahren und das möchte ich jetzt machen. Also wer sind wir? Bioland nennt sich eine Wertegemeinschaft. Das heißt, wir geben uns unsere eigenen Richtlinien und arbeiten nach gewissen Prinzipien, die 7 Bioland-Prinzipien. Und sind wir in 9 regionalen Vereinen. Das sind überwiegend Bioland-Betriebe, also quasi zur Lebensmittelproduktion. 8.900 Mitglieder haben wir da. Und wir haben einen Verein der Verarbeitungsbetriebe und Einzelhändler und haben da mittlerweile auch schon mehr als 1.300 Mitglieder. Und dann haben wir noch eine Organisation, Junges Bioland, mit 200 Mitgliedern. Wir sind eine stark wachsende Organisation. Also wir wachsen eigentlich, kann man sagen, seit 20, 30 Jahren in etwa mit 5 bis 10% neue Mitglieder. Und in den letzten Jahren, vor allen Dingen in den letzten 10 Jahren, auch in einer ähnlicher Anzahl an neue Mitarbeiterinnen und neue Mitarbeiter. Sozusagen die bei uns den Takt angeben, sozusagen, das sind die Bäuerinnen und Bauern, die sind demokratisch organisiert. Das heißt, die Bauern sind in Regionalgruppen organisiert und wählen einen Bundesdelegierten und die kommen dann zweimal im Jahr zusammen und entscheiden über die wichtigsten Dinge bei Bioland, wie zum Beispiel, wie geht es mit den Richtlinien weiter, wie gehen wir mit den Beiträgen um, etc. Und der Vorstand und der Präsident wird gewählt von diesen Bäuerinnen und Bauern. Vielleicht darf ich ergänzen, dieses Gremium ist derzeit nicht soziokratisch organisiert. Genau. Also das heißt, es gibt so einen Prozess so von innen nach außen und da wird man sehen, das Ganze darf mehrere Jahre dauern, aber diese große Versammlung ist derzeit nicht soziokratisch.
Genau, wer macht die Arbeit bei Bioland? Es sind circa 600 Bäuerinnen und Bauern, ein paar Verarbeiter und ein paar Einzelhändler, die im Ehrenamt diesen Verband voranbringen und organisieren. Die arbeiten entweder im Vorstand mit oder sind Interessensvertreter, also in Richtung Gesellschaft und Politik, oder arbeiten als Delegierte, so wie ich vorher bei der Bundesdelegiertenversammlung das vorgestellt habe. Und die kriegen auch eine kleine Vergütung und dann derzeit etwa 300 Mitarbeiterinnen, die auch Geld verdienen sozusagen. Die anderen kriegen nur eine Vergütung. Wir haben 9 Regionen in Deutschland und seit ein paar Jahren auch eine kleine Organisation in Südtirol. Also da gibt es auch Biolandbetriebe. Genau. Das Schöne ist, ab und zu darf man dann nach Südtirol fahren. Was tun wir bei Bioland? Also wir haben natürlich eine Bioland-Marke so, und jedes Mitglied darf bei uns diese Bioland-Marke nutzen. Das ist erstmal sozusagen das Hauptinteresse von einem Mitglied. Und damit die Mitglieder sich bei uns gut aufgehoben fühlen, organisieren wir für die Beratung. Wir machen Bildung. Wir initiieren und begleiten Forschung und dann natürlich Interessensvertretung. Und unser bescheidenes Ziel ist die Transformation der Land- und Ernährungswirtschaft hin zu 100% ökologischem Landbau. Ja, und jetzt ist die Frage, warum passt eigentlich Bioland und Soziokratie so perfekt zusammen? Und ich mache das gleich mal so. Ich blende schon sozusagen die komplette Folie ein. Also auf der rechten Seite seht ihr hier das Schaubild organische Entwicklung mit der Natur arbeiten. Also unsere Bäuerinnen und Bauern, zumindest die meisten von denen, haben verstanden, dass eine Landwirtschaft, die Erträge quasi generieren will und sie wollen das nachhaltig machen, dass das eigentlich nur funktioniert, wenn man es mit der Natur macht. Also wenn die sozusagen die Bedürfnisse des Bodens, der Pflanzen und der Tiere mit berücksichtigt werden und keine Gewalt ausgeübt wird, indem Pestizide eingesetzt werden oder Tiere nicht artgerecht gehalten werden. Also es funktioniert da auf Dauer nur sozusagen in einem partnerschaftlichen Miteinander. Das Gleiche ist dann irgendwann mal sozusagen als eine Idee entstanden, dass für die Mitarbeiterschaft und natürlich auch für die Bauern untereinander nur ein partizipativer Ansatz auf Dauer funktioniert. Und wie kam das sozusagen? Da war ein wichtiger Impuls dieses Buch Reinventing Organizations vom Herrn Laloux, das ich bei einer Fortbildung mal in die Hand bekommen habe und über Ostern 2017 gelesen habe und ich noch ganz frisch meine Erfahrungen gemacht habe als Teamleiter, wo ich mich immer sozusagen als Sandwich gefühlt habe. Auf der einen Seite von oben sozusagen die Befehle von den Vorständen und den hauptamtlichen Geschäftsführer zu kriegen und auf der anderen Seite von unten die Bedürfnisse und Wünsche meiner Teammitglieder zu bekommen. Und das hat mich extrem gestresst und nach 5 Jahren bin ich ziemlich frustriert sozusagen als Teamleiter ausgeschieden. Und habe dann unserem Präsidenten, oder ich habe dieses Buch gelesen und das hat bei mir eingeschlagen wie ein Blitz und ich habe das dann unserem Präsidenten gegeben oder habe zu ihm gesagt, das musst du unbedingt lesen. Und dann kam er, dann hat er gesagt, ja, genau das ist es, kam dann in den Kontakt mit Soziokratie und so hat dann bei uns sozusagen die Soziokratie begonnen. Wo es klar war, es funktioniert nur dann, wenn wir
die Macht gemeinsam miteinander teilen und ausüben. So, und Barbara, jetzt kommt dein Teil, weil die Barbara bei uns dann sozusagen diese Organisationsentwicklung mit begleitet hat. Ja, also bis 2018, also vorher habe ich Bioland gar nicht gekannt, aber zu dem Zeitpunkt bin ich dann involviert worden, aber vor allem auch durch die Christine Brandmeier, die bei uns im Soziokratiezentrum Österreich eine Ausbildung begonnen hat als Soziokratie-Expertin. Und sie wurde auch kurz vorher angestellt. Und da war unter anderem schon ein Grund, warum sie diese Rolle bekommen hat. Sie konnte direkt neben dem Präsidenten seine Referentin werden, weil man gehört hat, sie macht eine Ausbildung für Soziokratie. Und so kam die Christine hier in diesen Prozess herein und hat sich dann natürlich zu dem Zeitpunkt, wo sie erst begonnen hatte mit der Ausbildung, auch nochmal jemanden dazugeholt. Und ich habe dann diesen Prozess bis heute begleitet, aber immer mit unterschiedlichen Kollegen. Also nachdem es eine große Organisation ist, haben wir immer wieder auch viel, also Bedarf gehabt an mehreren externen Beraterinnen und Beratern. Und ich bin, glaube ich, diejenige, die so durchgehend den ganzen Prozess von Anfang bis heute miterlebt hat. Das Problem, das man hatte damals, war vor allem, dass es zwei große Gremien gab. Das eine war das Präsidium mit den Präsidenten der Landesverbände. Also das heißt, die Präsidenten, die auch die Macht hatten, Entscheidungen zu treffen. Und das andere Gremium war damals der geschäftsführende Ausschuss, in dem dann alle Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen von den Landesverbänden sich getroffen haben. Und diese beiden Gremien waren sich nicht immer einig. Und es gab etliche Spannungen, was ich gehört habe, dass man sich hier auf etwas einigen konnte. Es wurden im geschäftsführenden Ausschuss viele Dinge besprochen und im Präsidium dann beschlossen, was nicht immer einfach war für die Mitglieder des geschäftsführenden Ausschusses. Also kam man auf die Idee, diese Gremien zu verbinden. Dazu wurde ein Ausschuss gegründet. Vielleicht machst du die nächste Folie, Martin. Der Koordinierungsausschuss startete und die ist spannend. Der Koordinierungsausschuss wurde schon mit offener Wahl gewählt. Also der erste Kontakt vieler Menschen in diesen Gremien war die offene Wahl. Erster Kontakt mit Soziokratie. War nicht so ohne, also hat auch Spannungen produziert, aber letztgültig gab es dann einen Koordinierungskreis, der sich darum gekümmert hat, wie ein richtiger klassischer Implementierungskreis, hier herauszufinden, was ist für uns die beste soziokratische Herangehensweise. Kannst du weitermachen, Martin? Genau, da gibt es nur ein paar Impressionen von diesem Koordinierungsausschuss, einfach nur, okay, verschiedenste Inputs, der Präsident hat sich was gedacht, wir haben in Arbeitsgruppen gearbeitet, mehrere Entwürfe wurden gemacht und spannend war auch diese bereits paritätische Zusammensetzung dieses Gremiums, nämlich aus Mitgliedern des Geschäftsführenden Ausschusses und Mitgliedern des Präsidiums. Also hier konnte man schon testweise zusammenarbeiten auf Augenhöhe. Okay, nächste Folie. Das Ergebnis nach 2, 3 Anläufen war dieses hier und das Spannende auch bei Bioland, ich vergleiche es immer also eigentlich ist es eine politische Organisation. Sie hat wirklich ein gesetzgebendes Gremium und dazu dann noch ein Gremium, das dafür sorgt, dass diese Regelungen auch umgesetzt werden, hat auch relativ viel Macht, Dinge zu entscheiden. Und das ist jetzt der Hauptausschuss, in dem jetzt letztendlich sämtliche Landesverbände drin sitzen, und zwar jeweils die Geschäftsführer und die Präsidenten, was wir jetzt schon als doppelte Koppelung bezeichnen, in einem frühen Stadium, müsste man sagen, weil gewählt sind in diesem Fall die Präsidenten und bestimmt, nämlich durch eine Anstellung, sind die Geschäftsführer. Trotzdem fühlt es sich so an, dass die von oben die Entscheidungsmacht hatten, die Präsidenten sind und die in der Ausführung tätig sind, kommen als Geschäftsführer noch dazu. Also es hat eine Ähnlichkeit mit einer doppelten Koppelung. Zusätzlich noch ein paar andere wichtige Gremien, die unbedingt mitreden müssen,
bei diesen wichtigsten Ausführungsentscheidungen, die hier getroffen werden, und der Vorstand, der offizielle Vorstand. Warum ist das 4 Jahre später? Bioland konnte nicht diese Struktur umsetzen, bevor sie in den Statuten abgebildet war. Und es war natürlich ein langer Prozess, dieses große Schiff hier in Richtung dieser Statuten zu entwickeln. Und deswegen hat es insgesamt von dem Kick-off damals bis heute 4 Jahre gedauert, dass dieses Gremium jetzt in den Statuten beschrieben ist und angefangen hat, sich in dieser Konstellation zu treffen. Der Weg der Einführung, Martin. Du bist ja an allem schuld, hat damals der Jan gesagt. Wir hatten eine Intervision für die Führungskräfte und wir haben die Frage gestellt, warum machen wir das hier? Soziokratie, und der Jan hat zu Martin gesagt, bin dir, du bist schuld, weil du hast das Buch gebracht. Die Zeitlinie, soll ich die auch noch besprechen? Ja, bitte. Okay, machst du bitte gleich das ganze Bild, weil ich brauche irgendwie, dass das hier steht. Also aufgrund der Größe dieser Organisation gab es natürlich jetzt, also unten ist jetzt der Prozess dargestellt, wo wir vorher schon die Folien gesehen haben, nämlich dass der Koordinierungskreis ab 2018 angefangen hat, Modelle zu entwickeln und Domänen zu kreieren, wie die Struktur danach ausschauen soll. Und das lief dann natürlich über die Delegiertenversammlung, noch mit Mehrheitsentscheidung. Also das ist auch ein größeres Projekt, dass die Delegiertenversammlung mit 180 oder 200 Mitgliedern auch beginnt, stärker in Richtung Soziokratie zu entscheiden, aber damals noch mit Mehrheitsbeschluss. Und dann wurden erst die Statuten ausgearbeitet und die Abläufe. Und im Testlauf wurde die Struktur schon getestet und die Entscheidung fiel eben erst im November 2021, sodass erst ab heuer dieser neue Hauptausschuss und die Vorstandsrolle mit den neuen Domänen in Kraft treten konnte. Und parallel dazu hat aber ab 2019 bereits ein Implementierungskreis stattgefunden. Vielleicht erkläre ich kurz, was ist ein Implementierungskreis? Also das ist das Kernelement dieses Change-Prozesses. Das ist ein Kreis, eine Projektgruppe, die setzt sich zusammen aus Menschen, die von der Einführung, von der Veränderung betroffen sind. Natürlich können nicht alle dort sein, aber repräsentative Personen und solche, die dann die Verantwortung übernehmen, dass es auch anhand der Ideen und der Vorschläge, die dort entwickelt werden, dann auch wirklich so umgesetzt werden kann. Also so eine Gruppe besteht üblicherweise aus 6 bis 10 Personen. Und man kreiert einen Implementierungskreis immer für einen bestimmten Abschnitt der Implementierung. In dem Fall war das der erste Pilot. 4 Abteilungen der inneren Dienste wurden auf Soziokratie umgestellt. Das heißt, in diesen 4 Teams wurde ganz, wie es im Buche steht, und das auch sehr sinnvoll ist zu machen, bei 6 bis 7 Treffen wurden die Teams begleitet, zu lernen, wie die soziokratische Methode läuft, ihre Domänen zu bestimmen, den Unterschied zwischen Grundsatz und Ausführung, ihr gemeinsames Ziel zu bestimmen, die eigene Gesprächsleitung zu wählen, einen Delegierten für den nächsthöheren Kreis und so weiter. Damals wurde auch, und den gibt es heute noch, ein allgemeiner Kreis der inneren Dienste kreiert, der doppelt gekoppelt ist und auch vom Präsidenten geleitet wird. Das war das erste Pilotprojekt und aus dem heraus ergab sich dann, dass schon die ersten 3 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in eine interne Trainerausbildung gegangen sind. Und das Team, das SKM-Team, startete mit einem Entwicklungsplan, der schon das Ergebnis war aus dieser ersten Pilotphase. Und nun, dieser Kreis arbeitet sehr intensiv, wir werden dann noch sehen, wie der verbunden ist. Der hat jetzt anhand dieses Entwicklungsplans seine Milestones, also wie geht es jetzt weiter, zum Beispiel jetzt soziokratische Mitarbeiterbeteiligung, wird uns der Martin erzählen. Und Markt und Marketing kriegt gerade eine Implementierung. Das sind wieder 40 oder 45 Mitarbeiter, die jetzt mit einem Implementierungskreis gerade ihre Struktur entwickeln. Martin. Genau. Also die Barbara hat schon gesagt, also wir haben wer sind letztendlich jetzt diejenigen, die Soziokratie bei Bioland vorantreiben? Beziehungsweise die jetzt dafür sorgen, dass es zu einer nachhaltigen Einführung kommt.
Zum einen gibt es das Soziokratie-Team, eben bestehend aus den vier oder jetzt aus vier Soziokratie-Trainerinnen, einer internen Soziokratie-Expertin, also der Christine Brandmeier, und einer auslaufenden Soziokratie-Expertin, jetzt nicht im Sinne von einem Auslaufmodell von der Barbara, die brauchen wir weiterhin, aber sie hat uns jetzt sozusagen auf eigene Füße gestellt und jetzt können wir das sozusagen intern alleine regeln und sozusagen als Monitoringsorganisation die Grundsatzentscheidungen fällt, in welche Richtung soll es gehen, gibt es den Soziokratiekreis, bestehend aus Mitgliedern aus dem Soziokratie-Team, nämlich die Leitung und einem Delegierten, dann die Leitung vom Personalmanagement, die Leitung vom Qualitätsmanagement, unserem Bioland-Geschäftsführer, dem Bioland-Präsidenten und eben der Barbara Strauch als externe Experte. Die zwei Gremien sozusagen sind für die nachhaltige Einführung zuständig. An was arbeiten wir jetzt gerade? Das eine ist die Umsetzung der Soziokratie im Gesamtbetriebsrat, im Vorstand und im Hauptausschuss. Wir machen jetzt demnächst wieder einen Workshop für Kommunikation und Gesprächsleitung, das jetzt nicht nur für Menschen offen ist, die jetzt als Moderator oder Moderatorin arbeiten in der Soziokratie, sondern die auch sonst Teams leiten und so Erfahrungen mit der Soziokratie machen und die vielleicht dann wieder in andere Teams einführen. Dann machen wir Intervisionsgruppen für die Rollen, also um die soziokratischen Rollen zu festigen. Wir sind dabei, gerade einen Onboarding-Prozess für die Mitarbeiterinnen zu machen, für die Bereiche, die jetzt bereits die SKM machen. Und wir haben jetzt in allen Stellenausschreibungen bei Bioland drin, dass wir mit der soziokratischen Kreismethode arbeiten, zumindest stellenweise. Dann sorgen wir dafür, dass der Informationsfluss und die Kommunikation nach innen sozusagen läuft. Gerade eben oder heute Nachmittag, jetzt vor dieser Konferenz, haben wir noch ein Interview geführt mit einer implementierten Abteilung und haben im Prinzip gefragt, welche Erfahrungen habt ihr mit der Soziokratie gemacht? Und das stellen wir dann allen Mitarbeiterinnen zur Verfügung, sodass sie ein Gefühl dafür kriegen, was kann denn eigentlich die Soziokratie auch für mich persönlich dann letztendlich leisten? Dann arbeiten wir seit kurzem mit Microsoft Teams und sind da jetzt dabei, sozusagen dabei, unser Logbuchsystem neu aufzustellen. Und ganz spannend, eben der Betriebsrat bzw. die Mitarbeitervertretung arbeitet jetzt in allen Ausschüssen soziokratisch. Und wie die Barbara schon gesagt hat, die Abteilung Markt und Marketing ist jetzt gerade sozusagen in einen Implementierungsprozess eingestiegen. Ein Chart, das ich euch jetzt gerne noch zeigen möchte, ist der Punkt, sozusagen, wie wollen wir in Zukunft zwischen Arbeitgeberseite und Arbeitnehmerseite soziokratisch zusammenarbeiten? Also wir hatten Ende 2020 an verschiedenen Stellen, ich sage jetzt mal, ernsthafte Konflikte zwischen der Arbeitgeberseite und der Arbeitnehmerseite. Wahrscheinlich hat da auch Corona eine Rolle gespielt, man ist nicht mehr so richtig zusammengekommen. Und Ende 2020 haben dann zwei Betriebsräte gesagt, so kann es nicht weitergehen, wir müssen da jetzt irgendwie unser Miteinander neu aufstellen, weil eben die beiden, da wo sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer treffen, sozusagen in diesen Gremien gab es bisher keinen soziokratischen Einführungsprozess. Ich würde sagen, da kamen wir teilweise eben noch aus diesem alten Lagerdenken raus, wo es sozusagen darum geht, ich setze jetzt meine Interessen durch. Genau. Und dann hatten wir
2021 einen Prozess, der von außen gesteuert oder der von außen von einem Moderator, der jetzt nicht mit Soziokratie zu tun hatte, hatten wir einen Prozess, wo wir herausgearbeitet haben, was ist eigentlich unsere Vision sozusagen, unsere gemeinsame Vision für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Bioland. Und da hatten wir gesagt, Mensch, eigentlich das Wichtigste ist doch, dass jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter sein Potenzial für die Ziele des ökologischen Landbaus und die Bioland hat, in vollem Umfang entfalten kann. So, und dann war die Frage, also wenn wir jetzt diese Vision haben, jeder schöpft sein Potenzial aus, wie können wir das dann machen? Und dann hat die Barbara mit uns im Februar bis April im Prinzip einen Arbeitskreis geführt, moderiert, der Arbeitskreis Partizipative Mitarbeitervertretung, wo es darum ging, also wie machen wir das jetzt? Also wie setzen wir jetzt unsere Vision, dass jeder sein Potenzial entfaltet, um? Und die erste Entscheidung war, dass wir die Themen, an denen wir quasi gemeinsam arbeiten wollen, dass wir die auch gemeinsam herausfinden und nicht in parallelen Prozessen auf der einen Seite die Betriebsräte und auf der anderen Seite die Arbeitgeberseite, sondern wir entscheiden gemeinsam, was wollen wir anpacken. Und zum Beispiel hier in der Mitte, wie entwickeln wir das Thema Mitarbeiterjahresgespräche weiter? Oder wie gehen wir mit außerbetrieblichem Arbeiten um? Das kam mit Corona natürlich jetzt nochmal stark raus. Oder wie entwickelt sich bei Bioland das Gehalt? Nach welchen Kriterien etc. Das sind so Themen sozusagen, an denen wir jetzt arbeiten. Und das heißt, in Zukunft gründen wir AKs, die sich diesen Themen annehmen und die werden dann nach partizipativen Methoden quasi bearbeitet. Das eine ist, dass wir das mit offener Wahl wählen. Also die Mitglieder dieser Gruppe wird mit offener Wahl gewählt, sowohl von der Arbeitnehmerseite als auch von der Arbeitgeberseite. Und die Entscheidungen in den AKs werden in Zukunft im Konsens quasi gefällt. Und wir durften es jetzt nicht immer ganz soziokratisch nennen, weil es eben noch gewisse Widerstände gab, aber wir haben gesagt, diese Arbeitskreise arbeiten transparent, vertrauensvoll zusammen und sie sind mehr oder weniger paritätisch besetzt. Genau. Ich gehe noch einmal zurück. Da sind wir jetzt noch am Anfang. Also jetzt beginnt quasi die Schulung der Betriebsräte und die Arbeitskreise, die in Zukunft nach diesen Prinzipien zusammenarbeiten, werden eine Begleitung bekommen. Für den Anfang, genau, so dass wir in Zukunft mit diesen Methoden arbeiten und einmal im Jahr werden sich Mitglieder aus den Arbeitskreisen treffen. Erzählen, wie lief die Zusammenarbeit, um sozusagen dann wieder gemeinsam zu lernen? Darf ich was ergänzen? Ja, Barbara, gerne. Wenn du noch mal kurz zurückgehst, das, was wir hier sehen, diese arbeitskreispartizipative Mitarbeitervertretung, ist auch ein Implementierungskreis. Also so, wir nennen es Implementierungskreis, wenn eine Gruppe, die eben so zusammengesetzt ist, dass genug Wissen da ist, um diese neue soziokratische Struktur zu entwickeln, wenn die sich ein paar Mal treffen. Und es war spannend, wir haben alles online gemacht, alles auf Miro. Und da gibt es immer die Phase, dass wir erforschen, wie schaut es denn jetzt aus? Welche Entscheidungsstrukturen gibt es denn aktuell? Da sind es meistens sehr erhellend, sich das alles anzuschauen. Und natürlich ist dem vorgeschaltet auch, dass alle, die da sind, genug Informationen haben. Wie läuft denn Soziokratie? Und was ich sehr mag bei diesen Implementierungskreisen, ist, dass dann immer Leute drin sitzen, die eher skeptisch sind. Also die nicht so eine große Freude damit haben, dass wir das jetzt umstellen. Wenn so jemand drin sitzt, ist das immer ein großer Gewinn für die ganze Gruppe, weil wir dann sehr exemplarisch zeigen können, dass wir niemanden übergehen.
Also das, wenn jemand skeptisch ist und hier erlebt man dann, okay, man wird gehört, man wird ernst genommen, die Sorgen und die Ängste oder Befürchtungen werden ernst genommen. Die werden sogar in Messungen umgewandelt, sodass man nachher spürt, was gebracht hat. Das konnten wir hier gut erleben. Und die Messkriterien waren schon vorhanden, weil ja, wie du schon gesagt hast, Martin, schon vorher in einem Prozess Ziele erarbeitet wurden. Was möchte man denn in Zukunft haben? Und die Struktur war dann auch ein spannender Prozess mit Hilfskreisen und am Ende gab es einen Konsent. Dann muss es noch in den anderen Ausschuss und ich glaube, das ist alles durchgegangen und jetzt kann es losgehen. Eine Frage aus dem Chat. Wer darf hier bei der offenen Wahl mitwählen? Von Gerold Kirchner. Also bei der offenen Wahl, das sind also quasi die auf der einen Seite die Vertreter aus der Mitarbeiterschaft sind sozusagen die Betriebsräte und Betriebsrätinnen. Und auf der Arbeitgeberseite gibt es einen Bioland-Leitungskreis. Die wählen, das sind in der Regel Geschäftsführer oder im Prinzip Abteilungsleiterinnen, Abteilungsleiter. Und die wählen sozusagen die Arbeitgeberseite. Beantwortet? Okay. Welche Erfahrungen haben wir jetzt insgesamt bisher mit der Soziokratie gemacht? Und die jetzt schon, ich sage jetzt mal, dabei sind, beziehungsweise in Arbeitsgruppen dabei waren, die soziokratisch gearbeitet haben, sagen, ja, meine Meinung ist gefragt. Also ich werde auch gefragt und ich werde auch wahrgenommen. Und das arbeitet oder das fördert meine Mitarbeitermotivation. Es wird gesagt, dass eben da es zu einer Objektivierung von beziehungsweise Vergemeinschaftung von Information und Kommunikation kommt. Also es durch die am Ende letztendlich Consent-Moderation kriegen wir ein gemeinsames Bild von dem, was wir wollen. Und dass die soziokratische Arbeitsmethode einfach auch Raum gibt, dass ich Fragen stellen darf und dass ich auch unbequeme Fragen stellen darf. Und Ziele und Prozesse werden deutlich fokussierter verfolgt und abgearbeitet. Auch überall da, wo das Ehrenamt, also sprich Bäuerinnen und Bauern, die in erster Linie ja jetzt bei Bioland, oder die viele finden das positiv, dass bei Bioland eine demokratische quasi Arbeitsweise herrscht, beziehungsweise die Entscheidungen demokratisch gefällt werden. Und wo es immer darum geht oder darum ging, auch quasi Mehrheiten für irgendeine Entscheidung zu finden und man auch erlebt hat, dass es da natürlich auch immer Verlierer gibt, haben all diejenigen, die bei einer soziokratischen Sitzung mit dabei waren, sehr, sehr positive Erfahrungen geäußert in Richtung Soziokratie, die am Anfang die meisten sehr, sehr skeptisch waren, als sie alleine schon das Wort Soziokratie gehört haben. Und dadurch, dass sozusagen gemeinsam Strukturen geschaffen werden, jetzt wie bei dieser neuen Interessensvertretung in der Mitarbeiterschaft, werden diese Strukturen auch hinterher von allen besser akzeptiert und es kommt sozusagen zu einer organischen Entwicklung und insgesamt einfach zu einer höheren Freude an der Zusammenarbeit. Welche Lernerfahrungen haben wir gemacht, beziehungsweise vielleicht welche offenen Fragen gibt es noch? Wir haben natürlich im Augenblick sozusagen eine Koexistenz von verschiedenen Organisationsformen innerhalb von Bioland e.V. Das ist zum einen sozusagen auch erstmal auszuhalten, was nicht für alle ganz einfach ist. Da es eben diese verschiedenen Koexistenzen gibt. Und deshalb ist es noch wichtiger, dass es sozusagen klar wird,
wer an was arbeitet und wer welche Domänen hat. Dann, Entschuldigung, na, jetzt. Wir müssen eine Balance finden, auf der einen Seite sauber die Rollen und Methoden zu schulen und auf der anderen Seite auch die Achtung vor der Vielfalt der Teams und der Wege zur Soziokratie hinzukriegen. Also gerade in unserer Organisation jetzt mit 300 Mitarbeiterinnen und 300 Mitarbeitern, die letztendlich auch aus einer anderen Tradition herauskommen. Wie gesagt, braucht es diesen Spagat zwischen einer guten methodischen Schulung und auf der einen Seite auch die Freiheit, nicht alles gleich nach dem Lehrbuch zu machen. Dann einfach die Schwierigkeit, immer gemeinsame Ziele zu finden und die in so einer großen Organisation auch immer wieder in den Blick zu nehmen. Dann einige von uns sagen, die offene Wahl ist wirklich was nur für Fortgeschrittene. Ich teile jetzt diese Erfahrung nicht, aber sie wird immer wieder auch sozusagen in den Soziokratiekreis zurückgespiegelt. Ich habe die offene Wahl immer als sehr, sehr, also auch für Leute, die keine Erfahrung haben mit Soziokratie, als so ein Wow-Moment erlebt. Und natürlich die Herausforderung, jetzt innerhalb von Bioland sozusagen diese Balance hinzukriegen zwischen den selbstorganisierten Landwirten und dem bezahlten Hauptamt, wo wir aufpassen müssen, dass wir da jetzt nicht ein zu großes Gefälle bekommen. Auf der einen Seite geschultes oder in Soziokratie geschultes Hauptamt und auf der anderen Seite nur punktuell in Soziokratie geschulte bzw. Erfahrung machende Landwirte. Das wird sicherlich eine große Herausforderung. Und dann natürlich diese Erkenntnis, New Work bedeutet immer innere Arbeit, nicht mehr der eigene Sieg, sondern der gemeinsame Gewinn steht im Vordergrund. Und diesen Paradigmenwechsel hinzukriegen, ist schon eine große Herausforderung immer wieder. Genau, dafür gilt es halt auch immer wieder Missverständnisse zu klären. Wir haben eine Bioland-interne App, in der wir auch vor kurzem ein Quiz gemacht haben, wo wir sozusagen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei diesem Quiz auch bewusst sozusagen, aber mit einem Wink, mit einem Zaunpfahl sozusagen, auf Missverständnisse aufmerksam gemacht haben und auf der anderen Seite natürlich auch die entsprechenden Lösungen angeboten haben. Genau. In unserem Prozess sehe ich so, dass wir, um einfach handlungsfähig zu sein, gut genug sein müssen, um Dinge auszuprobieren und auf der anderen Seite aber aufpassen müssen, dass wir eben nicht im Perfektionismus hängen bleiben. Das hatte ich ja vorher auch schon mal gesagt. Und dann natürlich die große Herausforderung, dass Transformation einfach Zeit braucht. Und ja, gerade in Zeiten wie jetzt, wo man das Gefühl hat, man hat überhaupt gar keine Zeit. Die Märkte spielen verrückt im ökologischen Landbau. Wir sehen uns massiven Herausforderungen gegenüber. Ist es noch wichtiger, sich sozusagen sich für so einen Veränderungsprozess letztendlich Zeit zu nehmen, was, wie gesagt, eine große Herausforderung ist. Aber wenn man es mal anfängt, dann hört es halt nie mehr auf. Wenn man sich auf den Prozess eingelassen hat, dann bleibt es einfach ständig spannend. Genau. Und in dem Sinn erstmal herzlichen Dank fürs Zuhören. Zeit für Fragen.
Machst du das, Christian, oder soll ich das machen? Mach du ruhig. Okay. Nathalie und dann Thomas. Nathalie. Ja, danke schön. Ich bin auf so einer sehr, sag mal, politischen oder dieses Thema Ernährungswende, was auch am Anfang der Präsentation so dieses, warum passt irgendwie Landwirtschaft und Soziokratie so gut zusammen? Und irgendwie kam mir da schon dieser Begriff von solidarischer Landwirtschaft in den Kopf, was ja dann nochmal das ganze Konzept von Verbraucher und Erzeuger ja so ein bisschen auf den Kopf stellt. Und ich habe mich aber so ein bisschen gefragt, ist das ein Diskurs, also jetzt vielleicht auch bei euch direkt oder bei dir, Martin, ist das irgendwie was, also ist das auch ein spannendes Konzept? Weil es ist ja auch, wie ich das verstanden habe, nichts, was jetzt direkt, also Bioland hat ja, endet ja sozusagen bei der, also ja schon eine klassische Landwirtschaftssache mit, es wird was erzeugt und dann kommt das irgendwie in einen Laden, aber vielleicht durchblicke ich das nicht in voller Tiefe, aber naja, auf jeden Fall kam mir dieser Begriff und ich habe mich gefragt, ob das irgendwie diskutiert wird oder spannend ist. Also wir haben natürlich bei uns eine wachsende sozusagen Community beziehungsweise Betriebe, die solidarische Landwirtschaft machen und letztendlich da jetzt mal die Haltung, die da dahinter steckt, nämlich wir übernehmen gemeinsam Verantwortung, versuchen quasi Organisationsformen zu schaffen, wie wir gemeinsam und auf Augenhöhe miteinander Landwirtschaft betreiben wollen. Da, genau, das ist letztendlich sozusagen solidarische Landwirtschaft, aber ich kenne bisher keine solidarische Landwirtschaft, die soziokratisch organisiert ist. Aber es geht so von der Haltung, denke ich, in eine ähnliche Richtung. Thomas und Alex, du hast deine Meldung wieder zurückgezogen. Aber jetzt Thomas. Ja, mich würde interessieren, du hattest gesagt, Bioland wächst immer stärker, aber habt ihr in dem Rahmen dieses Transformationsprozesses auch Widerstände oder Mitarbeiter verloren, die vielleicht, also gab es da eben auch eine Fluktuation bei den Mitarbeitern aufgrund von dem gestarteten Prozess, die damit nicht zurechtkamen vielleicht, oder? Also bisher hat jetzt, also ich kriege natürlich nicht jede Kündigung mit, aber ich habe jetzt noch von keinem gehört, der gesagt hat, nee, also wegen diesem Einführungsprozess gehe ich von Bioland weg. Also wir haben natürlich, wir haben Widerstände, jetzt nicht nur in der Mitarbeiterschaft, sondern natürlich auch von Geschäftsführern und von Vorständen. Aber ich merke, wie der immer mehr bröckelt. Also sobald Mitarbeiter bzw. Geschäftsführer tatsächlich mal in Kontakt kommen mit der Soziokratie, also mal eine soziokratische Sitzung erleben oder einen Prozess mitmachen, dann zerbröselt dieser Widerstand. Das ist jetzt meine Erfahrung. Danke dir. Die Zeit ist jetzt um, aber die Fragen tun wir noch beantworten. Ja? Wer bleiben will, bleibt. Alex, du bist der Nächste. Und dann Irmgard. Ja, ich war mir eben nicht einig, ob ich die Frage stellen soll, aber ich mache es jetzt trotzdem. Beim Agilen habe ich ganz oft rausgehört, dass Leute sowas machen wie Agil mit dem Flammschwert. Ne? Dass sie halt hingehen und sagen, wir machen Agil, weil wir wollen Agil machen. Das Gleiche höre ich jetzt gerade so ein bisschen bei der Soziokratie raus. Ne? Ich denke mir immer, im Hintergrund ist es ja eigentlich ein anderes Ziel, was du verfolgst. Du verfolgst die partizipative Organisation oder das, was ihr eben ja gesagt habt. Sie sagen sogar selbst, sie leben in einer Demokratie. Jetzt ist die Soziokratie natürlich anders als die Demokratie, weil zumindest wie wir sie leben, haben wir keinen Mehrheitsentscheid. Seid ihr denn auf solche Dinge auch gestoßen, dass dann Leute plötzlich, eigentlich nicht mehr hinter dem richtigen Ziel hinterher sind, sondern eher einfach nur noch umsetzen, weil sie sagen, okay, wir müssen jetzt eine Soziokratie bauen, ohne zu verstehen, was eigentlich der Outcome davon sein soll? Habe ich das vernünftig ausgedrückt? Versteht man das? Ich habe es noch nicht ganz verstanden. Also es gibt ganz viele Agile Coaches, die gehen in Organisationen und sagen so, ihr müsst jetzt agil sein. Ne? Und jeder, der morgen nicht agil ist, ist im Prinzip in dieser Organisation falsch. Ja, okay. Genau. Und das, was Ted gerade schreibt, Soziokratie ist halt kein Selbstzweck. Ne? Genau. Sondern eigentlich wollt ihr ja Nutzen, ein Benefit durch die Soziokratie erreichen. Genau. Also ich denke gerade, also in der Zeit, also auch aus der Erkenntnis heraus, dass wir eben eine stark wachsende Organisation sind, müssen wir Prozesse klarer beschreiben, müssen wir
uns immer wieder sozusagen auf gemeinsame Ziele einigen, müssen wir alle sozusagen mit in, immer wieder ins Boot holen und beteiligen, dass sie sozusagen bei der Stange bleiben. Und da ist für mich einfach die Soziokratie eine Methode oder eine Organisationsform, ich habe jetzt bisher keine bessere kennengelernt, die uns hilft, diesen Entwicklungsprozess, den wir jetzt gerade bei Bioland mitmachen, oder diesen starken Wachstumsprozess, gut zu strukturieren und zu organisieren. Genau. Irmgard, deine Frage noch. Letzte Frage. Und zwar, wenn ein Team jetzt beschließt, also ein Kreis, das ist jetzt bei uns so, seit 2 Jahren läuft es so, wir haben keine Leitung wieder. Wir sind ein Team von ungefähr 14 Leuten und wir arbeiten ohne Leitung. Es funktioniert gut. Meine Frage ist jetzt, dann sind wir nicht im klassischen Sinne soziokratisch. Oder ist das, wie eng ist das zu sehen, dass jeder Kreis, jedes Team seine Leitung, die Leitungsrolle doch noch hat? Gebe ich an Barbara. Ja, genau, denke ich mir, da tue ich jetzt mal antworten. Also, weißt du, soziokratisch ist es dann, wenn ihr mit Consent entscheidet, was ihr tun wollt. Also wenn ihr jetzt mit Consent entscheidet, ihr braucht keine Leitung, sondern ihr habt halt die Rollen irgendwie verteilt, dass es trotzdem funktioniert, dann ist das dann soziokratisch, wenn die Entscheidungen mit Consent getroffen werden. Das ist das einzige Kriterium. Okay, schauen wir mal, ob noch jemand was fragen will. Ja, und ansonsten verabschieden wir uns jetzt. Die Zeit ist um und ihr habt dann noch ein bisschen eine Pause. Danke, Martin, dass du mitgemacht hast. Sehr, sehr gerne. Doch, eine sehr spannende Geschichte, so eine große Organisation. Die größte, die wir bisher soziokratisch implementiert haben, aber da sind wir noch lange nicht fertig mit euch, weil ihr so viele seid. Aber wir haben Zeit. Okay, dann. Ciao. Tschüss. Ciao, danke.